Hallo alle zusammen, ich zeige euch heute ein richtig einfaches und schnelles Rezept für leckere vegane Crêpe. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe hier meinen kleinen Spickzettel dabei. Wir brauchen 250 Gramm Mehl, 40 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein Teelöffel Backpulver, ein Esslöffel Pflanzenöl, 250 Milliliter Leitungswasser und 250 Milliliter Pflanzenmilch. Ich benutze hier gerne Hafermilch. So, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sagt mir noch Bescheid, wie die Crêpe bei euch funktioniert haben und wie sie euch schmecken. Ich lasse es mir jetzt schmecken mit etwas Apfelmus und einem Glas Hafermilch. Bis zum nächsten Video.